Also mein Haus, das ist ganz genial. Das ist großartig. Groß, mitten in Berlin. Großartig, weil es wirklich eine Werkstatt ist. Viel Beton. Viel Stahl. Das sticht sehr schön aus der Straße raus, also positiv. Das hat mir gut gefallen, die Annäherung. Mit Weitblick, man fühlt sich, als wäre man im Zentrum der Welt. Groß, sehr groß, ganz schön groß. Dieses Haus hier hat tatsächlich auch einen architektonischen Impact gehabt. Dadurch wird die Taz selber, denke ich, gesellschaftlich insgesamt, gesamtgesellschaftlich ernster genommen. Viel zu gucken, viel Glas, Licht. Es ist offen, es ist nicht abgeschottet, es hat so ein Flair von Transparenz. Also ich mag so eine Atmosphäre auch, wo man einfach mal rübergehen kann und mal gucken kann, was machst du denn gerade und woran arbeitest du denn gerade? Besonders die oberste Etage gefällt mir sehr gut, weil sie sehr licht ist. Und mir gefällt das, dass es alles auch beweglich ist. Es ist nicht statisch, es ist nicht fest. Es ist ein hoher Wert, wenn man einen Arbeitsort hat, an dem man sich wohlfühlt oder wo man eine Gemeinschaft hat. Und ich finde es halt ganz toll, dass alle Mitarbeiter da reinpassen. Ansonsten sind die Wände noch ziemlich spartanisch grau. Ich denke aber, dass da noch einiges an bunten Postern dazu kommen wird. Also erstmal fühle ich mich noch gar nicht so, als wäre ich Hausherr. Ich bin zum ersten Mal in meinem Haus. Also ich sehe das als mein Haus. Als ich durchgelaufen bin, habe ich mir überlegt, wie viel Zentimeter von so einer Strebe ich wohl mitfinanziert haben könnte. Weil meine Frau und ich eine lange Tazgeschichte haben und das ist jetzt praktisch so eine Jahresreise, ein Höhepunkt. Also ich glaube, ein neues Haus verändert immer was, oder? Ich glaube, Veränderungen finden durch die Menschen statt, die da dabei sind, und weniger durch die Umgebung. Wenn ich so das Projekt Taz mir angucke, da war immer viel Dynamik drin. Selbst wenn es nur die Zusammenarbeit von bestimmten Kollegen sind, die jetzt anders sitzen, die das Haus anders nutzen, als sie es früher genutzt haben. Und warum soll das jetzt in diesem neuen Raum nicht funktionieren? Man ist nicht mehr im Rudi-Dutschke-Haus, man ist also nicht mehr in der Rudi-Dutschke-Zeit, sondern auch jetzt in etwas wie in der Moderne. Aber ich denke, dass es für die Taz auch wichtig ist, weil sich ja auch technologisch viel geändert hat. Und ich denke, dass der Neubau jetzt auch nochmal die Möglichkeit geboten hat, viel in neue Medien, neue Kommunikationsformen zu investieren. Und nur eine Zeitung, die sich ändert, kann sich auch inhaltlich treu bleiben. Die Taz hat auf jede Zeitungskrise mit mehr Zeitung geantwortet. Also ich habe mir schon von Anfang an ein bisschen Sorgen gemacht, ob das nur für die Zeitung nicht so groß ist. Also, das kosten-nutzen-mäßig sich dreht. Solange Carlo Huch mit seinem Namen dort steht, den wir schon so lange kennen, ist es auch solide. Weil wenn er das richtig einschätzt, dann können wir dem auch vertrauen. Ich finde diesen genossenschaftlichen Ansatz einfach klasse und der muss unterstützt werden. Das hat natürlich auch was mit der Verbundenheit zu tun. Das ist so ein, das ist Nostalgie, aber auch eine politische Aussage, dass das Schräge, was die Taz immer wieder macht, gut ist. Das Grundkonzept, mehr oder weniger unabhängigen Journalismus zu finanzieren, finde ich super wichtig. Also in freien Journalismus zu investieren, der sich auch engagiert, beispielsweise mit der Taz Gazete, wo in der Türkei im Moment viele Medien verboten sind, das ist sinnvoll. Also kann man machen. Das passt so dazu, ja. Man muss auch emotional zu stehen und sagen, ist einfach eine geile Sache. Punkt. Ja, natürlich.
Wir machen nur ein Foto, oder? Wir möchten uns bei Ihnen bedanken. Toll, dass Sie da waren. Sie sehen uns hier, das gesammelte Genossenschaftsstiftungsteam, die immer dafür sorgen, dass Sie eine Ansprechpartnerin haben, dass Sie eine Rückmeldung von uns bekommen. Wir sind wahnsinnig glücklich, dass heute Abend 173 Leute zu Bonn zu Gast waren, von 930, die das Haus finanziert haben. So, jetzt seid ihr dran. Vielen Dank! Vielen Dank. Vielen Dank.